Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, alle sind sehr gut beschäftigt. Zwei sind außer Haus. Einer muss noch gebaut werden. Aber es fehlt uns der Plastahl. Alles klar, dann weiß ich wieder, wo wir sind. Quest expired. Scheint dann auch kein wichtiger Quest gewesen zu sein. Wo stellen wir den denn am besten mal hin? Da oben vielleicht. Müssen wir hier die Urnen wieder ein bisschen wegschaffen. Und dann könnten wir den dann hier in die Ecke erstmal stellen. Also in die Nähe des Steinbruchs. Was machen die anderen eigentlich alle? Ach so, hier wird noch die ganze Karte geklärt, ich verstehe. Es dauert natürlich ein bisschen. Aber dann werden wir alle Ressourcen, die wir so auf der Karte die auf der Karte sind mit Bauzeug, werden wir dann haben. Außer natürlich hier die Schreine. Zwei Stück haben wir, glaube ich, da oben den. Den hier. Wobei es kann natürlich sein, dass das kein wirklicher Schrein ist, sondern einfach nur zu... Also, man weiß nicht, ne? Zufällig hier hingesetzt. Und das ist eigentlich so eine Ruine. Das ist Salz? Schade. Ich dachte, ich hätte Plastahl gefunden. Mies. Na gut, fangen wir mal mit den Kommentaren an. Fangen wir einfach oben an. Mich hat geschrieben, das wird ein langer Tragetag, um die ganze Schlacke zu sammeln. Ja, wir werden ja jetzt nicht so hauptsächlich die Schlacke sammeln. Aber ja, diese 1600 Schlacke oder was das war, das ist schon nicht ohne. Wieso liegt hier ein Toter? Und wieso wurde der nicht geschlachtet? Aber wir werden natürlich jetzt nicht die komplette Schlacke durchdingsen. Hättest du die am besten direkt mitgebracht, Jo, ne? Merkst du selber. Wobei, wenn du die da drauf tragen würdest, dann wäre es ja sowieso pausieren, ne? Kann man hier eigentlich auch so machen, dass wir das pausieren, Pausierung aufheben bei 50. So, weiter im Text. Mich hat noch geschrieben. Dann bau mir den Mining-Arm mal ran. Ich sag's ja nur ungern, ne? Aber den Mining-Arm. Dafür brauchen wir auch Plastahl. Okay, weiter im Text. Hashtag YOLO. Ey, wer kommt denn auf so eine doofe Idee? Und direkt mal löschen hier. So, diese kleine Anspielung auf die Energiewende in Deutschland fand ich klasse. Finde ich schön, dass du es so toll fandest. Und nicht traurig. So, dann gehen wir mal auf Götterfunke ein. Götterfunke hat geschrieben, jetzt passiert endlich viel. Wenn wir wieder Überlebende haben vom Angriff, hätte ich die gerne zum Organ entnehmen und ein bisschen rumschnibbeln. Es wird doch auch eine Mod, wo wir die Meatballs in so einen Tank packen können für Energie. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Mod noch drin habe. Muss ich mal gucken. Sieht nämlich gerade nicht so aus. Ich glaube, den hat man nämlich von Anfang an und der war nicht geforscht.
Boah, den würde ich jetzt aber auch auf die Schnelle auch nicht finden. So, das heißt, wir müssen ein Gefängnis haben für Götterfunke. Warte, er hat hier noch was geschrieben. Und zu dem Problem mit den Pflanzen gibt es verschiedene Lösungen. Es gibt sogar sehr viele Lösungen dafür. Punkt 1, einen T1-Androiden bauen und die Drohne nennen, er kann nur Pflanzen. Würde ich eher nicht machen. Punkt 2, Händler, Plaschall kaufen, Organe und so weiter verkaufen. Das ist aber jetzt nicht die Lösung mit für die Pflanzen. Punkt 3, Sklaven halten für die Feldarbeit. Und wir sind uns so gut dafür. Viertens, die Helferbots erstellen und so weiter. Das ist eigentlich für mich die einzig logische Lösung, die Bots zu erstellen. Wie gesagt, gibt noch zig andere Möglichkeiten. Was hast du denn noch geschrieben? Ach ja, wenn möglich, hätte ich gern ein großes Labor im Berg, so 11x20 groß. Meine Ausrüstung und so weiter braucht viel Platz. Und ich stelle diese Kreaturen nur und Jo kann sich dann um die kümmern. Ja, aber Jo hat nichts auf Tiere. Jetzt muss ich gerade mal gucken, habe ich den Genetik-Rim-Mod überhaupt drin? Also hier ist er auf jeden Fall nicht. Also ich weiß, dass ich ein Update vom Genetik-Rim nicht habe. Du willst ein 11x20. Alter, was willst du mit so einem großen Labor? Dann nimmst du ja allem anderen den Platz weg. Ich zeichne es mal ein. Heißt aber nicht, dass ich das mache, weil das ist einfach übertrieben. Was willst du mit so einem Riesending? Wir müssen sowieso hier noch Räume in Räume unterteilen. Ich habe es jetzt mal eingezeichnet, aber das ist irgendwie voll egoistisch so. Voll riesig. Na gut, machen wir weiter. Pascal Fuchs hat geschrieben, wollte mal fragen, ob man die Robotertiere, die man bauen kann, ob man sie benennen kann. Das ist eine gute Frage. Wir können das jetzt leider gerade nicht testen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall benannt werden können von unseren Kolonisten, wie halt jedes Tier. Aber ob wir sie selber benennen können, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das müssen wir testen. So, wir müssten alle Wände durch haben, da die gerade repariert haben. Das heißt, jetzt werden die Böden entfernt. Wir haben hier richtig viel Silber. Ja, das war ja effektiv. Natürlich kümmert sich Micha jetzt erstmal ums Silber. So, und den setzen wir jetzt nach hier oben. Mit einem dicken Stahlstuhl. Guck mal, hier wird doppelt geforscht. Damit es auch schnell geht. Und wir machen mal weiter im Text. Jetzt kommen die ganzen Yo-Kommentare. So, Sport ist wichtig. Denk dran, Sport ist Mord. Ich liebe Regen. Okay. Du kannst ja rausgehen, wenn es regnet und werd krank. So, du brauchst bzw. kannst zwei Werkzeugschränke hinbauen. Ja, würde ich sagen, wenn wir, sobald wir die Werkstatt und so gebaut haben, ne? So, Luciferium eher zum Verkauf, denke ich.
Brauchen wir erstmal einen, der Tiere hat. So. Das mit dem Solarsturm ist mir egal. Du könntest ein Solarschild bauen. Ja, gut, darauf hat kein anderer geantwortet. Deswegen lasse ich es auch so. So, fix sind Ingenieure Handwerker. Ich mache gerade eine Ausbildung als Maschinenbauer. Nach 3 Jahren kann ich den Ingenieur machen. Ach jo. Also richtige Ingenieure haben ein paar Jahre in der Produktion der TC gearbeitet und dann werden Abteilungs- oder Werkstätteleiter und dann nach ein paar Jahren Büro. Ja, wäre es schön, wenn es mal so wäre. Mag sein, dass das vielleicht in anderen Betrieben so ist, aber alle Betriebe, die ich jetzt kennengelernt habe während meiner Ausbildung und meiner Arbeit, ist das eher so, wenn du gehst studieren, dann studierst du, dann hast du deinen Ingenieur, weil du studiert hast, dann fängst du an zu arbeiten und bist direkt im Büro. Es gibt Leute, also wir haben einen Ingenieur bei uns, der protzt immer damit rum, weil das halt was Besonderes ist, dass er bevor dem er Ingenieur geworden ist, noch ein paar Jahre gearbeitet hat, so wie jeder andere auch. Das nimmt er richtig zum Protzen, weil das ist nicht normal. Aber kann sein, dass woanders tatsächlich Ingenieure ja auch Hand anlegen, aber ich habe das noch nie gesehen. Und dafür, dass die, und wenn das wirklich Handwerker sind, dann wären das die bestbezahlten Handwerker, die es gibt. Es gibt natürlich welche, die haben den Ingenieur, haben aber keine Ingenieursstelle und arbeiten dann wie normale Bauern. Aber dann haben sie irgendwas falsch gemacht. Außer natürlich, das ist vom Betrieb vorgegeben, dass die erst nochmal ein bisschen Erfahrung sammeln sollten. Aber das ist dann meistens nicht auf Ingenieurebene, sondern auf Meisterebene. Ne, die sollen dann nochmal vorher mit der Mannschaft rumlaufen, um Erfahrung zu sammeln und sowas. Aber Ingenieure habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Die werden direkt der Chef von deinem Chef und dessen Chef. So werden die direkt eingesetzt. Und die bleiben auch nicht lange meistens. Die bleiben meistens immer so ein paar Jahre und dann wechseln die wieder den Ort. Ist immer total komisch alles, egal. So. Ich nehme deine Entschuldigung an. Ich habe mich gar nicht entschuldigt. Ich habe mich für was entschuldigt, was ja nicht eingetroffen ist. Das heißt, kannst du die eigentlich gar nicht annehmen. Wie gesagt, als ich den ersten Kommentar dazu geschrieben hatte, war die Begrenzung fürs Schmelzen ja noch nie, nicht drinne. Aber wenn es so eingestellt ist, passt das. So, bitte bau den Steinbruch, das mit dem Boden bringt nichts. Jetzt machen wir das erst recht mit dem Boden. Und hier wird auch fleißig am Boden gearbeitet. So, werde alles bauen, ich und Micha. So. Wo bleibt der Urnenraum? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt noch Platz haben für einen Urnenraum mit sowas hier. So, wir brauchen ja noch die Werkstatt. Wir brauchen noch die Androidenwerkstatt. Das hier wird ein eigener Raum. Dann brauchen wir natürlich noch für das Labor, generell für Forschung. Außer Götterfunk hatte natürlich die Idee, den Plan, dass auch das normale Labor mit dem Genetik-Rim-Labor zusammenkommt und der Krankenstation. Dann würde ich sagen, okay, wenn wir hier die Krankenstation, das normale Labor und ein Genetik-Rim-Labor zusammen machen und die Mechanodroiden Sachen, dann würde ich sagen, okay, das würde vom
Platz passen. Aber dann brauchen wir halt noch die Werkstatt. Wir brauchen unsere Androidenkammer, wo dann unsere ganzen Teile drin sind. Wir brauchen den Roboterraum, also hier den Bot-Hub. Wir brauchen noch ein Gefängnis. Aber gut, wir müssen ja nicht alles hier reinklatschen, ne? So, wenn wir jetzt... Ich mach mal weiter Planungstool. Wenn wir hier ein kleines... Hier könnten wir ein kleines Lager hinmachen. Ne, wenn wir hier so eine Tür hinmachen, können wir hier ein weiteres Lager machen. Hätten wir hier ein Lager. So, dann könnten wir hier noch ein paar Räume hinsetzen. Und wir müssen natürlich Uran und Stahl, wenn wir irgendwann rausbauen hier. Na gut, wir bauen dann einfach mit Stahlwänden weiter. So, das heißt, hier würde noch ein Raum hinpassen. Wenn wir auf Zweierwege gehen. Wobei, vielleicht unterteilen wir uns die Wege generell selber. Wäre vielleicht eine Idee. Erstmal, wie hat er hier das Silber jetzt rausgeruppt? Das war doch hier irgendwo. Ach, hier. Ist alles raus, okay. Oh nein, Menschenfleisch. Ja gut, das mit dem Uran müssten wir am besten jetzt eigentlich dann schon rausholen. Damit wir das besser einteilen können. Aber wir könnten hier noch was machen, hier noch was machen. Und wir können natürlich auch nach außen hin bauen. Ne? Wenn wir hier so wegruppen, können wir hier nach unten noch so ein bisschen hinmachen. Aber hier drin ist natürlich am sichersten. So, was wir aber machen könnten... Dass wir den um einen nach unten erweitern und dafür hier oben einen wegnehmen. Und dann könnten wir aber den Lagerplatz hier erweitern. Was auch immer hier gelagert wird. Oder wird das Gefängnis? Hm. Aber da müsste man immer permanent da durchgehen. Wir müssen eh noch die Doppelwand erstellen, einfach nur so aus Sicherheitsgründen. So. Du mobst dich doch auch, ist doch nur okay, wenn ich das dann auch mit dir mache. Abgelehnt. So. Nee, habe ich nicht gesagt, lass mich so, wie ich war. Hä? Weiß gar nicht, wie du bist. Jetzt nur, dass du der einzige T2-Android bist. Die Außenwände müssen wir eigentlich auch alle glätten. Ja, die Ressourcenplans, das war jetzt wie so ein Schuss in den Ofen, ne? Ich habe zwei unterschiedliche... Geothermalkraftwerke, das ist ja interessant. Ach so, da wird die Schlacke von weit weg geholt. Mein lieber Scholli. Aber es sind tatsächlich fast alle Böden auch draußen abgebaut. Hier oben ist noch... Ja gut, die halt weit weg sind, wahrscheinlich noch nicht, ne?
Alter, die Wände brauchen ja relativ lang, im Gegensatz zu den Böden. Da keiner hier fürs Tragen zuständig ist, wird jetzt hier immer weiter Schlacke weggeschmolzen. So, und bevor es heißt, die Wände müssen wir nicht gleich, na klar, wir müssen hier Lampen hinbringen. Damit man ja auch was sieht. Und dafür müssen wir auch Strom durch die Wand legen. Gar nicht alles an Boden entfernt, sehe ich gerade. Ist halt die Frage, ob wir dann überall hier so diesen roten Boden nehmen. Den finde ich eigentlich ziemlich gut für so Androiden-Sachen. Ob der jetzt unbedingt rot sein muss, ist halt jetzt so eine andere Frage, aber... So, das wäre der rosa Quarz... Wo ist denn mehr Böden? Boden? Mehr Böden. Rosa Quarz ist der hier. Machen wir erstmal so viel. Kann man dann ja am Ende immer noch wegreißen. Erzwungenes Wetter, was kriegen wir denn dafür? Glitzerwelt Transmitter Elix Weste. Und ein Elix Helm, oh komm. Transportkapselabsturz. LEM 5. Geht mal holen. Ach cool, der holt beide. So, Transportkapselabsturz. Aussehen, den Rest geben. Hat einer erledigen. Hier, ich gebe das mal Mike. Wo ist der jetzt? Da. So, entkleidigen und dann töten. Er würde eh nicht überleben, aber dann können wir ihn vorher ausziehen. Die normalen Stahlwände, die haben halt überhaupt keinen Bonus. Dann können wir hier so rumziehen. Den Steinbruch brauche ich wirklich erst, wenn die jetzt hier durch sind. Was war das denn? Sind gerade Swarmlinge gespawnt aus irgendwas? Ich hätte gern gewusst, aus was. Oh, Mike, ja, weitermachen. Wir brauchen vielleicht mal ein Kleidungszerlegenteil.
stellen wir das Ding denn hin? Erstmal raus. Ist das Ding so überhaupt richtig rum? So, einfacher Nähtisch aus Stahl. Anscheinend sind diese Noppen immer unten. Ist ja komisch. So. Ach shit. Dach erweitern. Produktion. Steinbruch klein. Wieso passt denn der jetzt da nicht rein? Oh ne, der ist gar nicht richtig gebaut, kann das sein? Ach, mies. Mies, er muss einen größer sein. Zum Glück haben wir die noch nicht umgeswitcht. So, erstmal hier zerlege Kleidung. Ich weiß immer noch nicht, was das Recyceln, ob das Recyceln besser als das Zerlegen ist. Aber Recycle braucht auf jeden Fall mehr Handwerk, also wahrscheinlich. So, hast du nicht Schneidern? Ach nee, ich war Schneidern. Boah, ich bin sogar am Forschen, was ist denn da los? Bevor ich dann forsche, kann ich doch den Boden machen. Muss ich gerade noch mal gucken, bis wohin geht. Ach so, der Steinbruch geht sogar bis hier. Das heißt, die müssen weg. Wenn der Steinbruch bis da geht, dann muss hier noch geglättet werden. Der Steinbruch tatsächlich größer als erwartet. Ist das schon wieder ein Absturz oder was? Tatsächlich. Wieso kann ich den nicht entkleiden? Der United Syndicate. Sind das die Androiden? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das sind Androiden. Und mit den Androiden will ich es mir nicht verkacken. Wieso gehört der zu den Androiden, verdammt? Das ist doch nicht mal einer. Wieso gehört der zu den Androiden?
Also wir können mit allen anderen Beef haben, auch nicht mit den Androiden. Na gut, dann würde ich mal sagen, war's das für diese Folge. Und nächste Folge ist dann der Steinbruch da. Haben wir den mal gesehen? Weiß ich gar nicht. Also bis dann. Ciao!